Oh, es ist grün. Es ist grün. Und wir sind natürlich nicht bereit, weil wir nur Quatsch machen. So, Freunde. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Kracht. Ja, ich bin heute, wie ihr seht, mal wieder endlich nach gefühlten 5000 anderen Motorrädern auf meiner Suzuki unterwegs. Und ja, in den letzten Tagen ist viel passiert und was das alles war, erzähle ich euch nach dem Intro. Bis gleich. Ciao. Also, ich muss schon sagen, ich bin jetzt ein paar Motorräder gefahren, die die Videos anschauen, haben natürlich auch gesehen, was da so alles am Start war, von Suzuki über BMW bis zu einer Supermoto. Aber ich muss sagen, auf meiner K8 fühle ich mich wirklich am wohlsten. Da sitzt man super drauf, das Handling ist klasse, sie hat genügend Power, sie hat gefühlt einfach gar keine Elektronik. Ich bin ja schon froh, dass ich sie nicht mit dem Kickstarter anmachen muss. Ja, was ist passiert? Ja, nicht besonders viel. Ich habe ein paar Bike-Tests gemacht. Ich war dann am Wochenende Motorrad fahren und wollte eigentlich ein neues Video machen. Es hat nur so krass geregnet und das hat natürlich die komplette Aufnahme versaut. Deswegen habe ich mir gedacht, fahre ich heute noch mal ein bisschen gegen Abend durch die Gegend. Es hat angenehme 22 Grad und ist nicht viel los auf den Straßen. Von daher bietet sich das doch einfach an. Gut. Ja, wie so der eine oder andere von euch mitbekommen hat, ich bin ja jetzt mittlerweile auch auf Twitch aktiv und habe da so die letzten paar Abende mal gestreamt. Und ja, ist auch relativ gut angekommen, also mehrere hundert Aufrufe, muss ich sagen. Von daher scheint es ja doch ganz interessant zu sein. Was mache ich da? Ja, eigentlich schaue ich mir ein paar Videos an in YouTube, reagiere da drauf, was mehr so in die Sparte Road Rage Videos geht. Und das ist ganz cool. Also kommen auch jeden Tag neue Videos raus, auf die es sich wirklich lohnt zu reagieren. Von daher macht Spaß. Also wenn ihr auch Bock habt auf einen Twitch-Stream, dann verfolgt doch gern auf Instagram, wann ich online bin, oder folgt einfach direkt dem Twitch-Account. Im Übrigen, und das macht die Sache ja relativ easy, habe ich mir für nichts einen neuen Namen ausgedacht. Ich heiße überall gleich. Also, ich heiße in Twitch genauso wie in Instagram, genauso wie in YouTube, genauso wie in Facebook. Was mich natürlich zu dem Thema Name bringt. Ja, viele fragen, wie heißt du eigentlich? Weil wenn man das so liest, dann weiß man gar nicht, wie man das aussprechen soll. Heißt es jetzt KA88? Heißt es KA88? Oder K88? Kann ich aufklären? Ist relativ einfach. Das heißt einfach nur K8. Ja, wie komme ich auf sowas? Relativ einfach. Meine Suzuki ist eine GSX-R 1000 von der Baureihe K8. Und deswegen habe ich mir auch diesen Namen ausgesucht. Ja, so einfach ist das manchmal. Ja, okay, dann die nächste Frage ist halt natürlich, warum hast du es dann so bescheuert geschrieben? Hättest du doch einfach K8 schreiben können. Freunde, habe ich versucht, war nicht mehr frei, hat er nicht angenommen. Ich musste den Namen so nehmen. Ah, und so ist es entstanden.
Naja, ich bin ja heute wieder im schönen Nagold unterwegs. Und es hat wirklich, also das freut mich auch, es sind wirklich angenehme 22 Grad. Macht richtig Spaß, hier durch die Gegend zu fahren. Und das Coole ist, ich kann heute mit euch durch die Innenstadt fahren. Sehr, sehr geil. Habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht. Und wie wir sehen, ist Corona gefühlt vorbei. Sind ja auch die meisten schon geimpft. Deswegen haben wir jetzt ja auch hier schon wieder einen voller Eiscafés, voller Cafés, voller Innenstädte. Da sitzen auch schon die ersten Biker. Hier müsste ich eigentlich mal durchfahren und eine, wenn ich du wäre, machen. Aber wie ihr seht, geht ja nur unter der Woche. Ansonsten ist hier die Innenstadt gesperrt. Da ist der nächste Biker. Wenn du das Video siehst, Grüße gehen raus an dich und deine Kawasaki oder Yamaha oder konnte ich nicht erkennen. Ich war wieder zu schnell unterwegs. Tja, Freunde. Ja, gibt ja dieses Jahr nicht sehr viele schöne sonnige Tage, komischerweise. Irgendwie ist hier ein Tag schön, ein Tag Regen angesagt. Bisschen nervig, aber mein Gott, was willst du machen? Oh, es ist grün. Es ist grün. Und wir sind natürlich nicht bereit, weil wir nur Quatsch machen. Also ich muss auch sagen, so von meinem Gefühl her ist die Suzuki irgendwie ein bisschen lauter geworden. Oder kommt nur mir das so vor? Vielleicht bin ich ja auch schon die ganze Zeit nur auf leisen Maschinen gefahren. Ja, apropos Challenges, ich finde ja auch, wir könnten uns mal ein paar neue Challenges überlegen. Natürlich nicht hier im kleinen Nagel, sondern vielleicht eher in Stuttgart, wo ein bisschen mehr los ist. Wenn euch ein paar coole Challenges einfallen, oder Dinge, die ihr gern sehen würdet, könnt ihr mir das auch einfach schreiben. Schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir auf Instagram. Ich blende euch an der Stelle mal alles ein. Und dann könnt ihr eure Wünsche äußern und ich guck mal, dass ich das auch alles hinkriege. Ich werde jetzt auch in den nächsten Tagen irgendwann mal in den Urlaub gehen. Und
Und da kann es dann sein, dass nicht immer ganz so regelmäßig Videos kommen. Darüber werde ich euch aber natürlich auch über Instagram informieren. Vielleicht kommen ja auch ein paar Urlaubvideos ohne euer Motorrad. Vielleicht auf einem Roller oder auf einem Go-Kart. Alles offen. Ja. Boah, Junge. Was hast du getankt? Boah. Diesel oder? Also ich meine den Roller da vorne. Mamma mia. Da muss ich ja schon fast eine FFP2-Maske unter meinen Helm anziehen. So, ich fahre jetzt mit euch noch kurz übers Viadukt. Und dann war es das auch schon mit dem heutigen Video. Beziehungsweise mit den Dingen, die ich euch erzählen wollte. Fürs Erste. Wir werden natürlich die Tage noch mal ein bisschen hier durch die Gegend fahren. Ja, wie sieht es bei euch aus? Wart ihr dieses Jahr schon oft auf Motorrad unterwegs? Bei mir war das jetzt nicht so viel, weil es ja einfach irgendwie nicht so richtig funktioniert hat hier. Wegen dem Wetter. Und wir ja auch wieder diesen Trend hatten, dass dass du unter der Woche richtig geiles Wetter hattest und am Wochenende einfach Kackwetter. Von daher verrückt. Gut, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Und ich freue mich auch, wenn ihr den Kanal abonniert, denn dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Denn über 80% der Menschen, die meine Videos schauen, haben den Kanal noch nicht abonniert. Freunde, klickt auf Abonnieren, dann macht das Ganze auch noch richtig Spaß. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Kart. Bis dahin, ciao.